Es freut mich unheimlich, dass die Hogast heute so gut dasteht, so erfolgreich ist. Und besonders war mir immer die Investitionsgüter ein Anliegen. Und da ist die Hogast in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Es war über viele Jahre ein sehr schwieriges Feld, weil es so mannigfaltig war. Aber es war mir wichtig, oder es war uns wichtig in der Hogast, dass wir hier hinein investieren in Kompetenzen aus der Überzeugung heraus, dass die Mitglieder diesen Service dann auch nutzen und nicht nur viel Umsatz in der Hogast machen, sondern auch sehr große Vorteile für die eigenen Investitionen ziehen. Ja, jetzt bin ich auch schon viele Jahre dabei und man trifft sich jedes Jahr gerne. Es ist wichtig, solche Veranstaltungen wie das Symposium erzeugen auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Man redet natürlich mit den Kollegen viel über das Geschäft, was bewegt dem einen, dem anderen. Man bekommt neue Inputs, tolle Vortragende und man geht immer mit einer großen Portion neuer Motivation wieder nach Hause zurück in den eigenen Betrieb. Ich bin ja vor genau einem Jahr als Funktionär durch Zeitablauf ausgeschieden. Und es war für mich der ideale Zeitpunkt, um in meinen beiden eigenen Häusern große Investitionsschritte zu setzen und konnte hier auf die Kompetenzen der Hogast zurückgreifen. Und es hat mir wahnsinnig geholfen, nicht nur durch Kostenersparnis, sondern vor allem auch durch das Know-how, das die Mitarbeiter der Hogast eingebracht haben. Und sie haben mir unzählige Arbeitsstunden abgenommen. Ja, heute hat Walter Veit ein neues Thema angeschnitten, das Thema Versicherungen. Das war uns auch in den letzten Jahren schon ein großes Anliegen, dass wir hier einen neuen Zugang entwickeln, weil das eine Dienstleistung war, die in der Vergangenheit nicht so angenommen wurde, wie wir uns das immer vorgestellt haben. Ja. Und das freut mich sehr, dass das jetzt auf die Beine kommt und ich bin überzeugt, dass das in den kommenden Jahren wieder tolle Vorteile für unsere Mitglieder bringen wird.